Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4.2. Eigentlich gerade ein ziemlich seltsamer Moment, denn ich habe vor kurzem 4.3 durchgespielt. Und mir ist aufgefallen, dass ich niemals meinen 4.2 LP beendet habe, weshalb ich das jetzt nachträglich tun werde. Nur so um der alten Zeiten willen. Und ich mich überhaupt nicht mit der Steuerung mehr auskenne. Zum Beispiel, wo zum Geier ist die alles klar. Intuitive Steuerung, ich liebe dich. Natürlich ist F das Flashlight. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, aber das sieht hier noch aus wie in der Schule. Mein Lieblingsort. Tatsächlich sogar. Aber hier sind alle schon tot. Okay, der ist nicht nur tot, der ist auch ein bisschen verkokelt. Ui. Ach ja, hier gibt es kugelsichere Westen. Das... What the? Bist du der Direktor? Jetzt nicht, ob wir dem hinterher müssen oder ob wir... Ich würde ja gerne jetzt da reinspringen, weil der... Keine Ahnung, wahrscheinlich Schulleiter oder so interessiert mich eigentlich gerade wenig. Aber ich weiß nicht, wie man springt, insofern muss ich mich darum später kümmern. So einer ist das. Hier, mit Marionetten und so. Genau das, was mir noch gefehlt hat. Wo bist du? Bist du hier? Ne. Oder? Ach, hinter mir rennst du rum, ja? Versteckt sich hier. Unglaublich. Oh, das ist bloß eine... Schade. Granatenverschwendung. Moment, der ist da hinten durch. Sollte er jetzt... Ja, was meine ich? Für mich zu ihm. Also. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, auf meine Gesundheit zu achten. Weil hier bekommt man eigentlich diese eindeutig offensichtliche Warnung von wegen überall Blut in deine Augen rum. Ich sterbe. Nee, hier muss man ein bisschen auf die Leiste da unten links achten. Knie dich nieder, mein Schuldirektor. Knie dich nieder. Jetzt bin ich hier sowas von gewohnt. Alle Schuldirektoren haben vor mir zu knien. Ey. Irgendwie macht das Spiel halt nur Spaß. Also jetzt nicht 4, sondern dieses... Huhu, hasch mich. Obwohl, ich glaube, ich wollte schon mal fangen im Lehrerzimmer spielen. Das sollte, glaube ich, die Lehrerebene sein. Schüler nur selten zu tun. Au, 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 au! Lass mich doch mal in Ruhe! Wie... Ach, genau. So kriegt man Energie wieder zurück. Wieso wurde gerade gespeichert? Habe ich den... Ist er tot? Gute Frage. Ist der jetzt? Das ist hier mal brutal. Da liegt voll eine brennende Leiche rum. Und auch noch in meinem Detailgrad, der mir irgendwie gerade wieder sagt. Oh. Ja. Statt anzuklopfen an die Tür der Sekretärin, einfach mal die Tür aufgeschossen. Hat Stil. Okay, jetzt muss ich mich eigentlich meinem größten Problem stellen. Dass ich nicht weiß, wie man springt. Okay, so rennt man. Alles klar. Das ist Bullet Time. Das brauche ich gerade nicht. Wie springt man denn? So, so, nein. Kann man überhaupt springen? Ach, Nahkampfangriff. Hey. Ah, alles klar. Gut. Alles klar. Request for intervention. Despite repeated remonstrations, Dr. A. Mendez continues to parade around the school grounds in thoroughly inappropriate attire. Children and parents are bound to start asking questions if they see the PE teacher in the lab coat.
Disciplinary measures should be taken ASAP. Ja. Ich würde ja jetzt gern irgendwas Kluges drauf dazu sagen, aber mir ist jetzt so also die Hauptstory ist mir noch bekannt, aber das klang jetzt eher so wie nicht ganz so wichtig, aber gut zu wissen. Dear Principal Saunders, I have concern about my son Zack and daughter Merlin, and would be grateful for your insight since I know you used to be a psychiatrist. Both of them are experiencing recurring nightmares that involve being locked in a dark place, crowded with needles and shown violent images. Hust, hust, wann ist die Schule schuld? Bin ich mir ganz sicher. At first I thought they were conspiring together as a prank, but they seem generally affected by these dreams. They can't recall seeing this kind of scenario on TV and have obviously never experienced anything at all like this. Ja, das sagen Eltern immer. Fürchte irgendwelche Klagen. So I'm not sure where it's coming from or what to do about it. Any advice would be appreciated. Dearly, Darley and Janelle Madison. Okay, aber was hat der... Hallo, Schatten. Schön, dich zu sehen. Leuchtet die Blume? Ist die Blume die Lichtquelle? Nee. Was ist denn hier die Lichtquelle? Hä? Gut, ich kann die Lichtquelle jetzt nicht genau ausmachen. Da war jetzt irgendwo ein logischer Fehler. Aber was haben wir jetzt hier gemacht, bitteschön? Hier ist scheiß Finanzbüro und Direktorbüro, aber irgendwas Wichtiges war hier nicht. Obwohl es ja hier schon nach irgendwas Wichtigem aussieht. So viel Einschusslöcher und Leute, die hier rumliegen. Wir kamen hier durch den Fahrstuhl. Geht jetzt hier hinten weit? Nö. Der Fahrstuhl ist auch zu, insofern. Kann man nicht rufen? Nee, dich kann man nicht rufen. Na gut, du nicht. Nurse's Office. Ja, ich bin verletzt. Ich brauche die Krankenschwester. Also ja, die Frage ist ja leicht beantwortet. Natürlich bin ich blöd. Aber wo geht's hier lang? Interessantes Stück Kunstwerk. Das ist Kunst, die ich mir auch irgendwie an die Wände hängen würde. Principal's Office. Gut. Das ist eigentlich eher so eine Folge, die ich am liebsten rausschneiden würde wollen. Da ich hier nur dämlich durch die Gegend laufe und nicht weiß, was ich mache. Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Aber dank des neuen YouTube-Features, was ich hier besitze, dass ich länger als 15 Minuten uploaden kann, werde ich euch damit quälen, auch wenn ich jetzt hier 45 Minuten einfach nur im Kreis laufe. Muss ja keiner gucken. Tut wahrscheinlich auch keiner, insofern. Kommt man hier durch die... Ne. Kugelsicheres Glas im Lehrerzimmern. Wie in richtigen Schulen. Falls die Kinder Waffen mitbringen, dürfen sie wenigstens nicht durch die Fenster schießen. Es ist... Aber... Jetzt mal ehrlich, wo geht's hier lang? Hier ist alles zu... Musste ich irgendwas aktivieren oder so? Ach, da kommt die Lichtquelle her. Hier liegt eine Lampe. Ach so... Das Bild hätte es mir irgendwie zu auffällig. Ehrlich gesagt. Ich kann mich auch erinnern, dass hier irgendwo was ist. Aber wo? Aha. Bilder bewegen sich also. Okay, das ist doch nichts so Besonderes, dass sich die Bilder hier bewegen. Unglaublich.
hilft mir alles nicht weiter hier. Waren wir denn in jedem Raum schon? Register. Ja, hier brennt ja die eine arme Frau oder Mann oder vom Skelett eher eine Frau. Was haben wir hier? Medikits. Muss mich wirklich erstmal an diese ganze Geschichte hier wieder gewöhnen. Ist ja schon mittlerweile seit den letzten Aufnahmen hier ein halbes Jahr oder so her. Ja. Gut, ich will euch dann doch nicht so viel nerven. Ich mache hier einen Schnitt und ich melde mich wieder, wenn ich hier was gefunden habe. Gut, dass ich mich ja jetzt noch eine Stunde lang umgeschaut habe und nichts gefunden habe. Bis auf... ja, ich habe vorhin versucht, den Fahrstuhl ja eigentlich zu rufen und... Man kann ihn doch rufen. Ich habe bloß nicht genau hingeschaut. Was? Der ist doch schon da. Oder? Bist du nicht da? Hallo? Fuck. Ah! Warum die Leertaste? Hallo, Alma. Wow! Stürzt doch ab! Gut, dass ich da nicht drin war. Ich nehme mal provisorisch hier das mit, um mich zu heilen. Wow. Ah gut, der ist nicht ganz abgestürzt. Nur so eine Etage tiefer. Oh, wie praktisch. Wie praktisch. Ja. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. Hier geht's jetzt zum Nurses Office. Das ist doch praktisch, da will ich sowieso hin. Wieder mal ein Finanzbüro. Uninteressant, glaube ich. Ja, ziemlich. Eure Kopien und Rechnungen könnt ihr für euch behalten. Schön, wunderbar. Keegan geht's schon mal ein bisschen besser. Ich erinnere mich, das war der Typ, der irgendwie ziemlich die Hosen voll bekommen hat. Was ist das denn hier? Authorized per... Ach ja, wir haben da oben, glaube ich, eine Sicherheitskarte gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Und das war unser... Ah, gut. Das war unsere Aufgabe, das freut mich. Safe Point. Das heißt, wir betreten einen neuen Abschnitt. Gut. Schauen wir mal, was er da uns bringe. Alles klar. Schön in Schach halten, sodass die Granate genug Zeit hat zu explodieren. Ja, man könnte das Ganze natürlich noch professionell machen und die Granate noch ein bisschen weiter in der Hand halten, nachdem man den Stift gezogen hat, aber glaubt mir, dabei töte ich mich meistens selber. So sieht das aus. Oh, 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 das habe ich ja ganz vergessen. Es gibt ja mehrere Waffen hier im Spiel. Nicht nur das Maschinengewehr. Ich bin jetzt immer noch so an 4-3 gewöhnt, dass man bloß zwei Waffen tragen kann, aber... Stimmt ja, wir haben ja hier ein ganzes Arsenal. Paragon Feeder Program. Subset Tree Frogs. Students in the Tree Frogs test group have been treated with compound PN5BR8, a variant of the most recent and most aggressive of the psychogenetic mutagens. Behavioral exceptions, higher cognitive response time, increased psychic awareness, improved psychic control. Okay. Phase 2 results mixed, control satisfactory, but overall ability remain unremarkable. Stimmt, hier war ja irgendwie diese verschiedenen Klassen mit Kindern. Ich glaube, was war das? Die Baumfrösche, die Marienchenkäfer und ich glaube noch irgendwelche. Oh, Moment. Wenn ich schon die Chance bekomme, ich will den scheiß Granatwerfer nicht haben. Eine Pistole. Okay.
Okay, dahinter sind wahrscheinlich... ja. Licht ausmachen. Ups. Musste ich ja nicht gleich zu Staub verwandeln, Kollege. Ich meine, freut mich zwar, aber... Ist hier noch jemand? The following instructional television series is for internal use only. Any attempts for external use will result in the usual penalties. This series and related materials were developed and supported by 32 educational experts from Arm King Technology Corporation. Focus on visiting the nurse's office. It's another wonderful day at Wade Elementary. The children are doing their usual activities, playing, reading, and expanding their mental capacities. Uh-oh. Looks like someone is having trouble controlling their... Don't worry. Help is just down the hallway. Many problems are easily resolved by taking a small trip to your friendly nurse station. Oh, there's a doctor now. Hello, Doctor. I've got another one for you. Once at the nurse station door, don't forget to put all metallic objects into the bowl. Cling, cling, cling. And remove your shoes. Then it's inside for some readjustment. Soon you'll be as good as new, and all your troubles will be the worst of yesterday. Okay. Nach dieser wunderschönen Werbung fühle ich mich doch gleich mal 20 IP-Punkte dümmer. Das hat Fernsehen so an sich. Wow. Die müssen... Ach, hier ist wirklich tatsächlich das Nurse's Office. Die müssen tatsächlich ihre Schuhe und ihre Wertsachen abgeben, bevor sie die Krankenschwester sehen dürfen. Oh Mann. Paragon Fitness and Training Manual. By Dr. Harlan Wade. Tod! Tod! PhD 1997 Prolog. Oh Gott, wirklich müssen wir das uns durchlesen. Observed across many generations, evolution is a wondrous process that weeds out infirmity and weakness and promotes diversity and adaptability. But it's also slow, unpredictable and prone to dead ends. Those of us seeking to advance human potential in a shorter time frame must take matters into our own hands. The purpose of the Paragon program is to identify and cultivate shining examples of the human species that we can probably forward to become superior life forms by means of the Harbinger project. Put simply, we are seeking paragons of evolution who can lead us into a brighter and better future. With the strength of their bodies, the flexibility of their minds, the singularity of their purpose and the sheer force of their will. Ja, kurz gesagt, die Leute wollen mit dem Harbinger-Projekt einfach mal die natürliche Evolution beschleunigen. Indem sie halt Supersoldaten erschaffen. Und ich habe langsam so das... Ja... Wade Elementary. Wenn das schon Wades Grundschule ist, dann auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die haben die Kinder dazu missbraucht, um ihre evolutionären Tests durchzuführen. Wir gehen mal in die... ins Krankenzimmer. Okay. Was ist das denn hier? Kriegt ihr Punkte oder wie? A Press Launching Bluebird Exe. Das ist bestimmt ein Virus. Da halte ich mich von fern. Milk. Don't forget to wash your hands, aber... Okay, so. Bis auf dieses Kühlgerät. Mit diesem wunderschönen Warnzeichen von wegen Biological Hazard. Biologische Gefahr. Das ist eigentlich bloß an biologischen Kampfstoffen dran, dieses Schild. Ist hier eigentlich nichts großartig Ungewöhnliches. Okay, okay.
bis auf das da. Beatdown. So Paddel zum Bestrafen von Kindern. Aua. Wir starten mal die Bluebird Exe. Keine Ahnung, was das bringt. Was? Das ist ein Fahrstuhl! Okay. Dann ist das vielleicht doch nicht ganz so normal. Das Nursery Office. Oh! Und damit war es das auch schon mit dem Interview. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber zumindest war es das für die Folge. Bis zum nächsten Mal.